Sommerferien. Endlich kommt der Sommer und wir haben wieder ganz viel Zeit für uns selbst. Jetzt in einer Zeit, wo die Schule vorbei ist und wir nicht mehr viel lernen müssen, bleibt natürlich die Weiterentwicklung ein bisschen auf der Strecke. Und in meiner Sommerserie Smart Girl Summer geht es aber genau um dieses Thema wieder und darum, wie wir im Sommer trotzdem die Zeit irgendwie produktiv und gut nutzen können. Das soll kein Zwang sein, man muss hier nichts machen, aber es sind einfach ein paar Ideen, wie ihr im Sommer weiterhin euer Gehirn anstrengen könnt und irgendwelche Sachen machen könnt, die euch Spaß machen und bei denen ihr produktiv seid. Vergesst nicht zu abonnieren für weitere Videos dieser Art und heute werde ich euch mal einige Smart Girl Summer Ideen für eure Bucketlist zeigen oder sagen, die ihr tun könnt gegen die Langeweile im Sommer. Viel Spaß dabei! Ihr könnt zum Beispiel einen Buchclub starten. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, was man dann in dem Buchclub machen kann. Beispielsweise habe ich meiner Mutter zu Weihnachten so Jane Austen Buchclub-Karten geschenkt. Das ist quasi einfach ein Quiz über die Autorin und über ihre Romane. Und die kann man dann zusammen durchgehen, diese Quizfragen. Das macht immer ganz viel Spaß. Diese Art von Quizzes habe ich schon ganz oft in Buchhandlungen gesehen zu verschiedenen Autoren. In einigen Büchern gibt es sogar hinten einen Buchclub-Guide, bei dem dann Fragen draufstehen, die man sich fragen kann oder irgendwie Diskussionsanregungen und so weiter, über die man dann ein bisschen debattieren kann. Ihr könnt euch aber auch einfach nur als Gruppe oder als Pärchen verabreden zum Lesen, gemeinsam lesen und eure Gedanken dazu austauschen. Was ich auch richtig cool finde, ist irgendwie so eine Lesenacht. Das heißt, man trifft sich einfach und übernachtet, um die ganze Zeit zu lesen und dann darüber zu reden zum Beispiel. Ich habe auch die letzten Jahre öfter mal einen Lesemarathon gemacht, so habe ich das genannt, wo es einfach darum geht, ganz viel zu lesen an einem Tag oder an einem Wochenende und habe dazu schon mehrere Videos hochgeladen, in denen ich versucht habe, so viel wie möglich zu lesen. Es war immer eine Challenge, hat deswegen immer Spaß gemacht, aber ihr könnt es ja so legen, wie es euch am besten gefällt. Wenn ich dieses Video hier fertig gefilmt habe heute, geht es gleich mit einer Freundin von mir in einen Escape Room. Ich denke, mittlerweile sind Escape Rooms so populär, dass jeder weiß, worum es geht. Im Endeffekt ist es einfach ein Raum, in dem man eingeschlossen wird und dann muss man da Aufgaben lösen, um wieder rauszukommen. Es gibt dann nochmal eine Geschichte, eine Storyline. Ihr seid irgendwelche Personen in dieser Geschichte und müsst dann versuchen, aus diesem Raum irgendwie auszubrechen. Ich liebe Escape Rooms, habe schon mega, mega, mega viele gespielt. Letztens war ich in einem mit meinem Freund gemeinsam und ich hatte so Angst, weil da waren nämlich auch Schauspieler in dem Raum drin. Und es war unerwartet, weil ich habe noch nie ein Escape Room mit Schauspielern vorher gespielt. Ich habe mich richtig so erschrocken. Heute geht es wieder in einen und macht mir sehr viel Spaß. Was ich auch letztens gemacht habe mit einem anderen Freund von mir, war in das London Dungeon zu gehen. Ich war schon vor einigen Jahren im Berlin Dungeon. Das ist quasi auch wieder so ähnlich wie ein Escape Room. Ich würde es auch erklären wie so ein Gruselkabinett, dass man einfach durchgeht. Da wird aber die Geschichte der jeweiligen Stadt erklärt. Also in Berlin halt die Geschichte von Berlin und in London war es die Geschichte von London und dann sind eben so Schauspieler, die einen erschrecken und Dinge erzählen und so. Macht eigentlich auch ziemlich viel Spaß, auch wenn es echt gruselig ist teilweise. Des Weiteren kannst du auch eine Fremdsprache lernen. Heutzutage haben wir ganz viele Ressourcen, mit denen man das auch alleine von zu Hause machen kann. Also nur mal so ein paar Dinge zu nennen, zum Beispiel Duolingo oder YouTube, auf Quizlet Vokabeln lernen. Auf Koreanisch bezogen habe ich immer Talk to Me in Korean benutzt oder so, diese Webseite. Es gibt ganz, ganz viele Dinge, mit denen man das alles machen kann. Falls es euch generell interessiert, wie ich Koreanisch lerne, bleibt auf jeden Fall gespannt und abonniert den Kanal, denn so ein Video wird auch bald online kommen. Beziehungsweise es gibt schon einige Videos von den letzten Jahren, wie ich da gelernt habe, aber jetzt habe ich wieder ein Update für euch und das seht ihr bald. Eine Sache, die ich sehr, sehr gerne als Kind gemacht habe und jetzt wieder ein bisschen vernachlässigt, ist das kreative Schreiben. Also gerade als etwas kleineres Kind, als ich gerade so angefangen habe zu schreiben, so mit 7, glaube ich ungefähr, habe ich sehr gerne irgendwelche Geschichten und Romane, fast ganze Bücher geschrieben. Und es hat mir total viel Spaß gemacht, mich in so eine Geschichte reinzuversetzen und mich da reinzudenken und dann Charaktere zu entwickeln und so. Und das ist eine Sache, die, finde ich, auch immer noch Spaß macht. Bin dann irgendwie weitergegangen mit Kurzgeschichten, habe dann, als ich so 13 war, mit Gedichten angefangen und bin auch regelmäßig zu Poetry Slams gegangen. Das ist auch der nächste Punkt. Poetry Slams machen unglaublich viel Spaß. Das sind einfach Gedichtwettstreite, also Wettbewerbe, bei denen Leute ihre Gedichte vortragen. Und dann könnt ihr entweder dort zuhören, das finde ich auch mal ganz cool, oder auch selbst mal auftreten und selbst eure Gedichte da zeigen. Ist erstmal eine Überwindung, aber ist eigentlich echt immer schön. Zu meinem Geburtstag habe ich mit meinen Freunden einen Museumspass bekommen, mit dem ich kostenlos 2 Tage lang in Museen reingehen kann. Ich habe mich total darüber gefreut, weil Museen auch eine Sache sind, die ich sehr gerne mir angucke. Vielleicht ist es auch eine Sache für euch. By the way, ich habe auch in den Titel geschrieben, Date-Ideen. Das
erste offizielle Date von meinem Freund und mir war tatsächlich damals auch ein Museumsdate. Es war kein typisches Museum, es war eher so eine Ausstellung zum Thema Rhetorik und Streit. Weil das Ding ist, dass wir uns damals bei Jugend debattiert kennengelernt haben und wir gingen dann debattiert haben in diesem Wettbewerb. Und dann wollte ich ihn irgendwie mal so fragen, ob wir uns mal treffen wollen und ich wusste nicht ganz, wie ich das so formulieren soll. Deswegen habe ich ihn einfach gefragt, ob er Lust hat, mit mir zu dieser Ausstellung zu gehen. Zum Thema Streit, weil es ja ganz gut gepasst hat zu unserer Kennenlernstory und zu unserem Ausgangspunkt. Und deswegen waren wir damals gemeinsam in dieser Ausstellung und das war unser erstes Date. Der nächste Punkt klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber habt ihr schon mal darüber nachgedacht, Diskussionsgruppen zu erstellen? Sowas ähnliches habe ich schon mit zwei Freunden von mir gemacht, die uns getroffen haben, um zu diskutieren über Themen. Wir haben uns jetzt nicht nur zum Diskutieren getroffen, aber es war auch ein großer Teil unseres Treffens halt. Wir haben halt so ein Picknick gemacht, bisschen gesnackt, bisschen gequatscht, über Bücher geredet und dann haben wir einfach auch über Themen, die in den Büchern angesprochen wurden, halt noch mehr diskutiert. Könnte ich auch Dinge überlegen, wie Philosophie, Wirtschaft, Politik, irgendwas und dann einfach darüber diskutieren und euch austauschen. Man kann aber auch, um generell das Diskutieren, Argumentieren und Debattieren zu üben, sich einfach Quatschthemen überlegen, dann über diese ein bisschen so debattieren, um einfach zu versuchen, diese Argumentationsfähigkeit zu stärken. Bei Jugend debattiert hatten wir als Spaßdebatten zum Beispiel Themen wie: Soll Frankreich mit Käse überbacken werden? Soll jede Schule einen Schulgeist haben? Was gab's noch? Irgendwie sollen Kartoffeln nicht mehr in Würfeln, sondern nur so in Scheiben serviert werden? Und ganz witzige Spaßdebatten hatten wir da als Themen, um einfach so generell dieses Debattieren erstmal zu üben. Was auch immer ganz hilfreich ist, ist das Zimmer auszumisten. Und kennt ihr das, wenn ihr anfangt, euer Zimmer auszumisten, dann seht ihr irgendwas oder eine Schublade oder so, habt dann mega Bock, die irgendwie zu umorganisieren und irgendwelche DIYs auszuprobieren oder so. Bei mir war es letztens zum Beispiel so, als ich meinen Schrank hier in meinem Schreibtisch ausgemistet habe, da waren meine ganzen alten Schulsachen noch drin. Dann habe ich halt diese ganzen Hefte und so gefunden und wollte mir ein neues System ausdenken, wie ich meine Unterlagen organisiere. Ich war dann wirklich einen Tag lang beschäftigt, meine ganzen Unterlagen zu organisieren, Ordner neu auszutauschen und so. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Also ich glaube, so dieses Ausmisten, Aussortieren, Umorganisieren und DIY-Stuff machen ist auch eine coole Möglichkeit für den Sommer. Ich war letztens mit einem Freund gemeinsam unterwegs und er hat mir erzählt, dass er sehr gerne coden bzw. so programmieren lernen würde. Da meinte ich zu ihm, er kann das ja auch wirklich einfach so im Internet lernen, über bestimmte Webinare und Online-Kurse. Auf Skillshare kann man das zum Beispiel machen, auf YouTube teilweise. Und dann dachte ich mir, das kann ich auch voll gut in diesem Video hier anbringen und zwar generell so Online-Kurse. Wie gesagt, wie ich gerade schon erwähnt habe, es gibt verschiedene Webseiten, wo man das machen kann. Auch kostenlos, es gibt auch teilweise so Probemonate oder irgendwelche Codes von YouTubern kennt ihr vielleicht. Leider habe ich aktuell keine Kooperation, bei der ich euch einen Code geben kann, aber vielleicht mal in Zukunft. Außerdem kann man sich auch generell ehrenamtlich engagieren in Bildungseinrichtungen, zum Beispiel wie in Bibliotheken, in Schulen vielleicht oder Nachhilfeorganisationen und da einfach Nachhilfe geben für Leute. Hört euch auf jeden Fall einfach mal um oder googelt mal in eurer Nähe. Teilweise gibt es auch in Bildungseinrichtungen wie Schulen so Aushänge, Leute gesucht werden für irgendwas. Das finde ich eine tolle Beschäftigung, in der man teilweise auch ein bisschen Geld dazu verdienen kann. Das waren jetzt einige Ideen von mir für euch. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr davon umsetzen werdet oder wollt. Und vergesst nicht zu abonnieren für weitere Videos dieser Art hier mit mehr Themen und Ideen für euch. Habt noch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis ganz bald mal wieder. Bis dann. Tschüss.